Guten Abend und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu unserer Diskussion über die Revolte in Chile und den Weg zu einer neuen Verfassung. Das ist eine Veranstaltung des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika, FDCL, der Lateinamerika-Nachrichten, des Cabildo Berlin und des Nachrichtenpool Lateinamerika, NPLA und Matraca. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Susanne Brust. Ich bin Teil des Redaktionskollektivs der Lateinamerika-Nachrichten. Und ich freue mich sehr, dass ich die Veranstaltung heute zusammen mit Ute Löning, die hier neben mir sitzt, was man aber gar nicht so richtig sieht, vom Nachrichtenpool Lateinamerika moderieren darf. Wir diskutieren heute mit verschiedenen Personen. Allen voran, super Natividad, dass du deine Kamera angemacht hast, mit Natividad Yankee-Deo, die als Vertreterin der Mapuche vor 1,5 Wochen in den Verfassungskonvent in Chile gewählt wurde. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und richtig toll, dass du da bist. Dann ist auch bei uns Karina Noales, die von der feministischen Dachorganisation Coordinadora 8M aufgestellt wurde als Kandidatin im Distrito 10 in Santiago. Trotz sehr vieler Stimmen hat Karina Noales es selbst nicht in den Konvent geschafft, dafür aber andere Vertreterinnen der Coordinadora. Super, dass du hier bist, Karina, und herzlichen Glückwunsch zur trotzdem erfolgreichen Wahl. Dann ist bei uns Sophia Boddenberg, die als freie Journalistin schon seit Jahren in Chile lebt und Beiträge und Texte produziert in deutschsprachigen Printmedien, fürs Radio und fürs Fernsehen. Sie ist, seitdem die Proteste losgegangen sind, quasi eine Chronistin der Ereignisse in Chile und hat darüber nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch in Kooperation einen Dokumentarfilm gedreht. Außerdem ist bei uns Juliana Rivas vom Cabildo Berlin. Hallo Juliana. Das Cabildo ist eine Gruppe von hauptsächlich Chileninnen hier in Berlin, die sich im Zuge der Proteste gegründet haben. Vom Cabildo ist außerdem auch noch Juan Bianco da, der den Chat ein bisschen im Auge behalten wird. Danken wollen wir auch kurz Steffi Wassermann vom FDCL dafür, dass sie das Ganze hier technisch umsetzt und organisiert, was eine Heidenarbeit ist. Und natürlich den beiden ÜbersetzerInnen Jan Steele und Alexandra Tost. Vielen Dank euch. Jetzt zum Ablauf, kurzen Überblick. Wir wollen in einem ersten Teil heute Informationen geben zur Vorgeschichte der Wahlen und des verfassungsgebenden Prozesses, also zu den Protesten, dann zum aktuellen Stand des verfassungsgebenden Prozesses in Chile und natürlich zu den Wahlen selbst. Im zweiten Teil möchten wir dann über inhaltliche Fragen und Perspektiven im Zusammenhang mit einer neuen Verfassung diskutieren. Jetzt würden wir einen kurzen, macht Suse eine kurze Einführung. Ich wollte noch mal einen kurzen Abriss geben dazu, wie es zu der Wahl, die jetzt vor 1,5 Wochen stattgefunden hat, überhaupt kam. Ich denke, viele werden sich an die Bilder aus Chile erinnern, von den Tagen, als Chile aufgewacht ist. Chile despertó am 18. Oktober 2019. Es war der Beginn massiver und monatelanger Demonstrationen breiter Bevölkerungsteile aus Kritik an einem neoliberalen System, das sich in ganz unterschiedlichen Bereichen des alltäglichen Lebens in Chile äußert, und an den Strukturen aus der Militärdiktatur, die einfach immer noch fortdauern. Aus dieser Kritik kommt sehr schnell die Kernforderung der Proteste nach einer neuen Verfassung. Zu den Protesten, zu den unterschiedlichen Strömungen, sozialen Bewegungen und zum Ablauf der Proteste will ich auf jeden Fall auch nochmal das Buch von Sophia Boddenberg, Revolte in Chile, empfehlen, was im Unras Verlag erschienen ist. Aus diesen Protesten heraus, die einen massiven Druck entwickelt haben, auch auf die Politik, haben die politischen Parteien tatsächlich im November 2019 schon sich auf einen Prozess geeinigt, der einen verfassungsgebenden Prozess in die Wege leitet. Die Einzelheiten wurden natürlich erst nach und nach geklärt, aber schon das ist erstmal ein riesiger Schritt gewesen. Dann kam
Was wir natürlich alle wissen, die Corona-Krise, die diesen Prozess, das muss man, denke ich, so sagen, einfach ein bisschen verzögert hat. Das hat dazu geführt, dass sowohl das Referendum, ob es eine neue Verfassung geben soll, verschoben werden musste und auch jetzt die Wahl zum Verfassungskonvent. Am 25. Oktober 2020 kam es dann aber zu einem Referendum über die Frage, ob es eine neue Verfassung geben soll. Die beiden Lager, Apruebo, also für eine neue Verfassung, und Rechazo, also gegen eine neue Verfassung, mobilisierten monatelang. Und tatsächlich kam es so, dass das Apruebo-Lager für eine neue Verfassung fast 80%, also eine massive Zustimmung sammeln konnte. In diesem Referendum wurde aber auch darüber abgestimmt, wer denn eine mögliche neue Verfassung ausarbeiten darf. Und ich denke, auch das ist ein ganz wichtiges Ergebnis, was hier nochmal betont werden muss. Nämlich haben sich auch über 3/4 der chilenischen Wählerschaft dafür ausgesprochen, dass dieser neue Verfassungstext von 100% gewählten Vertreterinnen ausgearbeitet wird, was auch ein gewisses Misstrauen in die politischen Parteien zeigt. Denn die andere Option war die Hälfte von Kongressabgeordneten und die andere Hälfte aus gewählten Vertreterinnen. Hier sehen wir Bilder von feministischen Protesten in Santiago an der Plaza de la Dignidad. Genau. 100% gewählte Vertreterinnen, aber wer wählt die und wie und wann? Das alles ist jetzt passiert und dazu sagt Ute noch mal was. Ja, wir würden uns jetzt gern die Ergebnisse der Wahlen vom 15. und 16. Mai noch genauer ansehen. Vorab, es ging um Kommunal- und Regionalwahlen und um Wahlen zum Verfassungskonvent. Der Verfassungskonvent hat 155 Mitglieder. Das Gremium, das nun etwa ein Jahr Zeit haben wird, um die neue Verfassung zu schreiben. Hier ist zu sehen schon mal eine Aufstellung der Sitze im Verfassungskonvent nach Listen. Dazu gleich noch mal mehr. Vorab war schon klar, der Verfassungskonvent würde zu je 50% mit Frauen und mit Männern besetzt werden. 17 Sitze waren indigenen Gemeinschaften vorbehalten und dafür wurden extra Wahllisten erstellt. Außer der rechten Liste Vamos por Chile gab es eine Liste der Mitte-Links-Parteien, die Lista del Apruebo. Also Vamos por Chile ist hier blau zu sehen, die Lista del Apruebo ist hier orange zu sehen. Und eine Liste im weitesten Sinne der Kommunistischen Partei und der Frente Amplio ist die Liste Apruebo Dignidad, die hier rot zu sehen ist. Und daneben formierten sich sehr viele, ich glaube um die 70 unabhängige Listen. Einige unabhängige Kandidatinnen sind auch den Listen der Parteien beigetreten. Und jetzt würden wir gerne Sophia Boddenberg dazu nochmal befragen. Sophia, du bist ja in Santiago und hast die Ereignisse auch beobachtet und kommentiert. Was sind deiner Einschätzung nach die wichtigsten Ergebnisse? Hallo. Genau, also eines der wichtigsten Ergebnisse ist auf jeden Fall, dass die rechte Regierungskoalition Vamos por Chile, die hier auf dem Bild in Blau zu sehen ist, weniger als ein Drittel der Sitze erhalten hat. Das hatten sie von Anfang an geplant und gehofft, um dann anschließend im Verfassungskonvent tiefgreifende Veränderungen blockieren zu können, weil alle Aspekte der neuen Verfassung mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortet werden müssen, zumindest nach den aktuellen Regelungen. Die können eventuell noch verändert werden, wenn der Verfassungskonvent sich zum ersten Mal trifft und sein internes Regelwerk bestimmt. Dazu kann uns bestimmt nachher noch Natividad mehr erzählen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass parteiunabhängige Kandidaten und Kandidatinnen sehr viele Sitze erhalten haben, trotz der ungleichen Ausgangsbedingungen, da das Wahlsystem in Chile große Koalitionen und ja, große Wahllisten bevorzugt. Insgesamt
haben außerhalb der traditionellen Wahllisten 48 Kandidaten und Kandidatinnen einen Platz erhalten, darunter 27 von der Lista del Pueblo und 21 weitere parteiunabhängige Kandidaten und Kandidatinnen. Und dabei ist sehr wichtig zu bemerken, dass es nicht irgendwelche parteiunabhängige Kandidaten oder Kandidatinnen sind, sondern Vertreter und Vertreterinnen sozialer Bewegungen, unter anderem der feministischen Bewegung, verschiedener Umweltbewegungen in verschiedenen Teilen Chiles und auch unter den 17 Kandidaten und Kandidatinnen der indigenen Völker befinden sich sehr viele Aktivistinnen, die sich seit Jahren für die Rechte der indigenen Völker einsetzen, darunter Natividad Yanquileo und auch Francisca Linconao, Elisa Loncon. Genau, und außerdem wurden, abgesehen von dem Verfassungskonvent, auch Bürgermeister, Stadträte und die Regionalregierungen gewählt. Und da haben auch die rechten Parteien sehr viele Stimmen eingebüßt. In vielen Kommunen, wo lange Zeit rechte Bürgermeister regiert haben, wurden jetzt Mitglieder der Frente Amplio gewählt oder der Kommunistischen Partei. Zum Beispiel im Zentrum von Santiago hat eine Bürgermeisterin der Kommunistischen Partei gewonnen, Ida C. Hassler. Das ist das erste Mal, dass eine kommunistische Bürgermeisterin im Zentrum von Santiago regiert. Die Regionalregierungen wurden zum ersten Mal gewählt. Bisher wurden die immer vom Präsidenten delegiert. Zum Beispiel in der Region Valparaíso hat Rodrigo Mundaca gewonnen, ein Vertreter von Modatima, der Bewegung für das Wasser, gegen die Privatisierung des Wassers und für die Territorien. Der Sieg der sozialen Bewegungen der parteiunabhängigen Kandidaten und Kandidatinnen und der linken Parteien ist sehr bemerkenswert, weil die Wahlausgangsbedingungen extrem ungleich waren. Zum Beispiel in der offiziellen Fernsehwahlwerbung hatten parteiunabhängige Kandidaten und indigene Völker nur eine Sekunde Zeit für ihren Wahlwerbspot im Vergleich zu mehreren Minuten von den traditionellen Parteien. Und auch die finanzielle Ausgangslage war extrem ungleich, sowohl von der staatlichen Finanzierung als auch von den Wahlspenden. Und trotzdem haben sie es geschafft, in den Konvent gewählt zu werden. Danke für den tollen Überblick. Wir kommen vielleicht später auch noch mal genauer zu den Hürden oder Fallstricken, die es vielleicht noch gibt. Ich würde jetzt erstmal an Suse wieder weitergeben. Ja, danke. Wir wollten unsere Fragen jetzt kurz an Natividad Yanquileo richten, die ja tatsächlich in das Gremium gewählt worden ist, was jetzt die Verfassung ausarbeiten darf. Sie ist als Vertreterin auf den reservierten Sitzen für Indigene angetreten. 7 dieser 17 Sitze sind für die Mapuche reserviert gewesen. Natividad Yanquileo ist Anwältin und ist aber als Sprecherin der inhaftierten Mapuche im Hungerstreik vor allem bekannt geworden. Seit Jahren arbeitet sie aber als Anwältin und unterstützt Mapuche, die strafrechtlich verfolgt werden und Unterstützung brauchen. Natividad, nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Was bedeuten denn diese Ergebnisse für dich und für die Mapuche? Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludar al equipo que hace posible esta conversación. Saludar, por supuesto, también a Karina Noales. Y bueno, o sea, las evaluaciones que se hacen, igual hay varias conversaciones que quedan pendientes respecto de la participación en sí. La verdad es que igual hubieron varios problemas que hay que considerar al momento de poder hacer un análisis respecto de lo que está pasando. Esto nace, como ya se señaló, producto también del estallido social, porque es algo que venía trabajándose o venían sumándose diversas movilizaciones entre esa dentro del mundo mapuche también durante muchos años, después ya de la dictadura en sí, donde el pueblo mapuche decide tomar su propio camino en los procesos de recuperación territorial especialmente. Y bueno, esto estalla en octubre del 2018, el pueblo chileno se cansó, se hastió producto de las grandes injusticias que surgen y que pasa por los 30 pesos que se suben en el metro de Santiago. Y ahí es que la gente dice especialmente, también hay que considerar que fueron los estudiantes y las estudiantes quienes parten con esta movilización. Y producto de eso obliga a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y llegar a un acuerdo que se denomina el Acuerdo por la Paz.
y que finalmente se traduce en llamar a un plebiscito para ver si se quería cambiar la constitución y de qué forma, además, como se señaló, se iba a cambiar la constitución, y es ahí donde el pueblo decide que se tiene que cambiar la constitución. Natividad, no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú? Also wir machen das, setzen nachher das Gespräch mit Natividad fort und würden jetzt erstmal zu Karina wechseln. Karina Noales, du bist als Kandidatin der feministischen Dachorganisation Coordinadora 8M nominiert worden und wir möchten zum Einstieg erstmal einen Wahlwerbespot von dir zeigen, nicht den, wo du nur eine Sekunde hattest im Fernsehen, in dem offiziellen Wahlwerbespot, sondern einen, der über Social Media lief. Durante 30 años nos dijeron que solo podíamos elegir por el mal menor, que la justicia, la igualdad y la dignidad serían siempre en la medida de lo posible. Pero nos cansamos. Salimos a las calles y siendo millones demostramos que somos más. No hay vuelta atrás. No queremos que nadie hable en nuestro nombre. Somos protagonistas de nuestra historia. Es el tiempo del feminismo y de los pueblos. El tiempo de las cuidadoras, de las que trabajan 2, 3, 4 jornadas. De los que se endeudan para estudiar. De las que cruzan fronteras, de los que trabajan sin contrato. Es el tiempo de los pueblos originarios, el tiempo de las que saltan torniquetes para decir juntas, no más, a la violencia, al neoliberalismo y a la precarización de la vida. Es el tiempo de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud, nuestros territorios, nuestros trabajos y nuestras pensiones. Somos esa vida digna que nos deben y hacia la que vamos. Soy abogada laboralista y dedico mi vida a defender a los y las trabajadoras. Este 11 de abril nos llamamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Nos llamamos a votar por el movimiento social, porque nuestras luchas, nuestras demandas y nuestra voz son indelegables. Das war der Wahlwerbespot eigentlich für den zuerst festgesetzten Wahltermin im April, der dann wegen Corona verschoben werden wollte. Wir fanden ihn aber schön zum einen, weil man viele Bilder sieht von den Protesten auf der Straße und weil man auch sieht, wie du diese Wahlkampagne gemacht hast mit Megafon am U-Bahn-Eingang. Und also daraus wird nochmal so ein bisschen deutlich, dass das ohne Geld und ohne viel Mittel ist und dass ihr trotzdem einfach als Unabhängige sehr aktiv wart und sehr viele Stimmen gesammelt habt. Du selbst hast in deinem Wahlbezirk über 3% der Stimmen erhalten im Distrito 10, also im 10. Wahlbezirk, der einige Kommunen Santiagos beinhaltet. Aber da die unabhängige Liste der sozialen Bewegungen, auf der du kandidiert hast, insgesamt in diesem Bezirk nicht ausreichend Stimmen bekam, hast du zwar keinen Sitz im Verfassungskonvent erhalten, trotzdem hast du den Wahlausgang gefeiert. Jetzt die Frage an dich, wie steht es um den Erfolg der feministischen Kandidatin insgesamt? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la iniciativa de pensar juntas y juntos este momento tan histórico en Chile. Tengo una imagen en la cabeza que es a Sebastián Piñera, el presidente, 10 días antes del estallido social, diciendo que Chile era un oasis en una América Latina convulsa. Pareciera realmente en este año y medio, ¿no?, que ha pasado más que tal vez en los últimos 40 años juntos. Desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo tuvimos muchos debates acerca de si participar o no con candidaturas en este proceso. Y una de las cuestiones que nos hizo definir que sí fue que pensamos, y recuerdo exactamente nuestras reflexiones, que esta iba a ser la
elección más importante desde el triunfo de Salvador Allende en septiembre de 1970. O sea, la elección más importante en medio siglo en Chile. Esto es fruto de un proceso constituyente que nosotras pensamos que se abre el 18 de octubre de 2019 y que algunos partidos que han administrado el neoliberalismo pensaron que iban a poder cerrar o clausurar por arriba, con un proceso constitucional que tenía muchas limitaciones, ¿no? Sin embargo, nosotras fuimos a la convención, a esta elección, a decir vamos a desbordar esos límites y esos obstáculos que se pretenden imponer por arriba. Y efectivamente es lo que aconteció en esta elección, ¿no? A mí me gusta pensar que somos un error de cálculo maravilloso, porque nos confiamos, nos llamamos a confiar en nuestras propias fuerzas en este proceso. ¿Y eso qué significaba? Significaba que la sensación de poder que logramos experimentar millones de personas durante los primeros días de la revuelta iba a ser una experiencia no en vano, que significaba algo, que todos y todas, siendo millones, sentimos lo mismo en un momento, y que por tanto íbamos a tener la capacidad de expresar eso también en la elección, y sobre todo la capacidad de hacerlo sin estar subordinadas a los partidos que habían administrado el neoliberalismo. Y efectivamente logramos entrar a la convención. Nosotras siempre dijimos, si entra una, entramos todas con ella, ¿no? Y afortunadamente entraron muchas compañeras. A mí me importa hacer una precisión sobre la particularidad de este proceso constituyente, ¿no? Sobre todo es una precisión que pienso es importante cuando dialogamos con personas de Europa, porque hay una lectura muy general de lo que fue el ciclo progresista en América Latina y los procesos constituyentes que se dieron en ese ciclo. Y aquí nosotras hemos detectado al menos dos diferencias. La primera es que los procesos constituyentes de países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, fueron acompañados de gobiernos progresistas. Sin embargo, en Chile estamos viviendo probablemente uno de los gobiernos más autoritarios que ha habido, no solo desde que retornó la democracia, sino que incluso si miramos muchos gobiernos hacia atrás, antes de la dictadura. Y en segundo lugar, es el primer proceso constituyente en el mundo que tiene lugar desde que comenzó este actual ciclo de irrupción global de un feminismo de masas. Y en el ciclo anterior de América Latina, efectivamente el feminismo quedó muy subordinado y muy en segundo orden. Sin embargo, hoy en Chile aparece con una importancia central e ineludible. Se trata del primer proceso constituyente paritario en el mundo también, y que así y todo, la paridad significó un techo y un límite, porque ingresaron a la convención 11 hombres por corrección de paridad y ingresaron 5 mujeres por corrección de paridad. Es decir, la paridad terminó siendo para compensar la subrepresentación masculina. Otra cuestión que creo que es importante es que el mundo sindical fue absolutamente derrotado en la elección. La principal central del país presentó 22 candidaturas, ninguna quedó. Lo mismo sindicatos del sector público, del sector privado, el gremio de los profesores, entre otros. Nadie. Quienes sí entraron fueron dos compañeras feministas
que son parte de una organización del trabajo no remunerado de las cuidadoras. Yo creo que eso da cuenta de que existe un balance de lo que ha sido también el rol de un sindicalismo muy subordinado a los partidos de la transición democrática en estos 30 años y la importancia que hemos logrado instalar acerca de los trabajos no remunerados que sostienen la vida. Y esto, bueno, nos plantea muchas tareas políticas dentro y fuera de la convención. Ahora, de los sectores sociales que ingresan a esta convención, yo diría que el movimiento ambientalista y el movimiento feminista son los movimientos más organizados y más numerosamente representados, ¿no? Sin embargo, los puntos de ingreso son muy diferentes. Hay quienes ingresan por la lista del pueblo, hay quienes ingresan como independientes en cupos de partido, hay quienes que ingresan como movimientos sociales, hay quienes ingresan por escaños reservados, ¿no? Ahora, es muy importante articular el feminismo dentro de la convención y articular a todos estos sectores de movimientos sociales que ingresan de manera diversa en una gran bancada de los pueblos. Eso es lo que estamos pensando. Danke. Damit hast du auch einen Punkt schon angesprochen, den wir nachher gerne nochmal in der zweiten Runde vertiefen würden und würden jetzt aber erstmal den Blick auf die Chileninnen im Ausland richten. Genau, ich würde meine Frage an Juliana richten, die als Teil vom Cabildo Berlin die Ereignisse rund um die Wahl ja von hier aus verfolgt hat. Chileninnen im Ausland konnten an der Wahl zum Verfassungskonvent gar nicht teilnehmen. Was sagt ihr als Cabildo dazu und worin besteht eure Arbeit in diesem Kontext? Gracias por la pregunta. Bueno, como Cabildo, estuvimos muy vinculados desde las comunidades en el extranjero y tomando en cuenta algunos ejemplos de otros países que permiten las votaciones y representación de sus ciudadanas y ciudadanos en el extranjero principalmente a través de la coordinación con Chile Despertó Internacional, que es una organización de asambleas y cabildos vinculados con Chile en el exterior. Todos esos esfuerzos para participar en tres principales proyectos de ley que tenían como objetivo la creación de un distrito internacional. Sin embargo, estos esfuerzos fracasaron y hoy seguimos desde el extranjero con una acotada participación cívica. Hubo campañas en redes sociales que fueron poco exitosas, quizás faltó tiempo, generó poca repercusión en Chile, entonces la presión fue más que nada desde fuera y hay mucha gente que todavía sigue ignorando la situación de que no tenemos posibilidad de escoger nuestros representantes o llevar candidaturas. Y también no hubo suficiente voluntad política y por supuesto la derecha bloqueó cualquier posibilidad que podría haber habido desde proyectos de ley. Me parece importante destacar que en Berlín la opción de redactar una nueva constitución ganó por cerca del 89% y también por la opción de convención constitucional. Y sin embargo, aún así no pudimos escoger a nuestros propios representantes. Y sobre eso en particular lo que nosotros quisiéramos plantear es la necesidad de democratizar el acceso a la votación en el extranjero. Solo se puede votar en consulados, entonces eso también dificulta la posibilidad de alcanzar a los locales de votación porque implica tiempo, implica gasto, aún más en tiempos de pandemia. Y este llamado, además, este llamado de democratizar también es mucho más amplio, porque no somos solo nosotros quienes estamos fuera los que tenemos problemas y que no tenemos este acceso, sino que las personas que están en prisión hoy, a pesar de tener sus derechos cívicos inalterados, no tienen acceso a ejercer ese derecho. Y personas, por ejemplo, que por razones de salud, más aún ahora en esta pandemia, que no pueden salir de sus casas por riesgo a contagiar o contagiarse, tampoco han podido votar. Y entonces hay varias razones por las que una persona no puede ir a votar también en Chile. Es un problema gravísimo desde nuestro punto de vista. Y hay salidas para esta situación que no están siendo consideradas porque no se visibiliza la importancia. Y nosotros queríamos poner ese tema en relevancia
porque tiene una significación política que tenga esto, que haya tantas personas privadas de la posibilidad de participación en lo que, por ejemplo, ahora en la redacción de una convención de una nueva constitución. Además de, por ejemplo, no poder tener representantes a nivel distrital o de circunscripción en el Parlamento. Esto tiene mucha importancia y hay personas que llevan fuera por décadas peleando por la representación política en Chile. Así que bueno, esa es nuestra postura y nosotros hemos estado presentes en todas las votaciones, desde, al menos desde las primeras votaciones en el extranjero, como cabildo y también vinculadas con otras organizaciones que están por décadas con ellos. Danke, Juliana. Ja, schade, dass Natividad sich offenbar nicht mehr zuschalten kann. Wir versuchen auf jeden Fall, sie zu erreichen. Ja, Sophia, wir würden dich gerne nochmal fragen. Also erstmal nochmal zu der Strategie der Rechten, ein Drittel der Sitze im Verfassungskonvent zu erhalten. Diese Strategie ist gescheitert. Damit können die rechten Parteien kein Veto einlegen, können sozusagen nicht verhindern, dass weitreichende inhaltliche Veränderungen an der Verfassung ausgearbeitet oder beschlossen werden. Gibt es auch Unabhängige, die mit der Rechten kooperieren könnten? Kannst du das einschätzen? Die Parteiunabhängigen, die rechts einzuordnen sind, die sind auch auf der Liste der Rechten angetreten, also auf der Liste von Vamos por Chile. Es gibt aber eine Gruppe, die heißt Independientes Neutrales, die ich glaube 11 Sitze erhalten haben, die von vielen in die Nähe der ehemaligen Concertación eingeordnet werden, also der ehemaligen Mitte-Links-Regierung, die auch dafür verantwortlich ist, dass das neoliberale Modell nach der Rückkehr zur Demokratie 1990 weiter vertieft wurde. Deswegen ja, hängt es vor allem von diesen Gruppen ab, also sowohl von der Lista del Apruebo, wo die Parteimitglieder der ehemaligen Concertación sitzen, und den Independientes No Neutrales, ob die die Veränderungen, die wirklich das neoliberale Modell überwinden könnten, blockieren werden, oder ob sie sich auch auf die Seite der Bewegungen der Transformation stellen werden, um diese Aspekte zu überwinden. Auf jeden Fall ist die organisierte Rechte, die ja auch aus der Diktaturgeschichte sozusagen erwachsen ist, aus eigener Kraft nicht in der Lage, weitreichende Änderungen zu blockieren, was ein Riesenerfolg eigentlich ist, was viele vorher so überhaupt nicht erwartet hatten. Jetzt besteht die nächste Herausforderung sozusagen darin, dass sich ja die restlichen Mitglieder des Verfassungskonvents einigen müssen auf die Kernforderungen. Sie müssen ja sozusagen einen Konsens finden in den entscheidenden Punkten. Wie schätzt du die Chancen dafür ein, dass das gelingt, in dem Wissen, dass die chilenische Linke auch mitunter sehr zerstritten ist? Also bei bestimmten Forderungen wäre sicher eine Mehrheit möglich, zum Beispiel bei der Verankerung der sozialen Rechte in der Verfassung, wie Bildung, Gesundheit, also ein öffentliches und funktionierendes und staatlich finanziertes Bildungs- und Gesundheitssystem. Auch, dass Chile sich als plurinationaler Staat konstituiert, die Dezentralisierung, dass die verschiedenen Regionen mehr Autonomie, mehr politische Bestimmungen erhalten, dass das Wasser entprivatisiert wird und es eine öffentliche Trinkwasserversorgung gibt und die Merkantilisierung und Kommerzialisierung des Wassers aufhört. Das Rentensystem, aber zum Beispiel das Rentensystem ist einer der Aspekte, wo wahrscheinlich viel noch blockiert werden kann, weil das einer der Grundpfeiler des neoliberalen Modells ist, weil es in das private Rentensystem in Chile auch als Investitionsfonds für viele Unternehmen benutzt wird und da sehr viele wirtschaftliche und politische Interessen involviert sind. Und ein weiterer wichtiger Aspekt sind die natürlichen Ressourcen oder auch Gemeingüter, die momentan auch privatisiert sind und auf denen auch das ja extraktivistische Wirtschaftsmodell basiert und wo auch die
ja, der Großteil der wirtschaftlichen Interessen hintersteht. Ich denke, das werden die Aspekte sein, bei denen am, ja, am stärksten debattiert wird oder bei denen es am schwierigsten sein wird, eine Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit zu finden, wenn dann die Zweidrittelmehrheit weiter bestehen bleibt. Wenn es zu einer anderen Mehrheitsregelung kommt, dann könnte es vielleicht auch einfacher werden, Mehrheiten zu erhalten für diese Aspekte. Carina, vielleicht können wir das Thema noch mal weiter vertiefen. Welche Chancen siehst du dafür, dass eine Abkehr von dem neoliberalen Modell tatsächlich erfolgreich ist? Yo pienso que eso es posible. Existe una voluntad mayoritaria que así lo ha decretado. Que ahora eso tiene que consagrarse constitucionalmente, pero que sin embargo terminar el modelo neoliberal no, es un proceso, no es solamente escribir una nueva constitución, ¿no? Nosotras hemos visto cómo hay constituciones maravillosas que surgieron también del ciclo progresista latinoamericano, y que sin embargo, en la medida en que los sectores populares o no se han mantenido organizados y movilizados, o en la medida en que la administración del gobierno ingresan sectores neoliberales, las políticas neoliberales se terminan implementando igual, ¿no? Entonces, yo creo que hemos emprendido en Chile un proceso de poner fin al neoliberalismo. Eso va a exigir una constitución que lo refleje, pero eso va a exigir también que de este proceso salgamos más organizados, organizadas, con una nueva, diría yo, conciencia política, porque eso es fundamental. Por ejemplo, en Chile la mayoría de la población está de acuerdo en terminar con el actual sistema privado de pensiones. Pero la posibilidad de un fondo común, que es la base de cualquier sistema solidario y de reparto, ideológicamente es resistida por la misma población que está de acuerdo con poner fin al actual sistema de pensiones. Y ahí lo que vemos es que efectivamente el neoliberalismo no es solo una serie de medidas estructurales, sino que también es un modo en que se organiza la conciencia. Y eso es necesario también atenderlo, y por eso es tan importante el proceso en curso, porque vamos a tener una discusión ideológica, política, programática, sobre las cuestiones más fundamentales, y va a ser parte de la politización de masas que tiene lugar en Chile. Coincido con Sofía sobre los temas centrales que pueden ser más difíciles de abordar dentro de la convención, y agregaría uno más, que son los derechos laborales y particularmente los derechos colectivos del trabajo, la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Ese ha sido uno de los puntos en que tanto los gobiernos de la derecha como de la Concertación han tenido prácticamente el mismo programa político en 30 años. Fragmentar cualquier posibilidad organizativa de los y las trabajadoras en sus espacios de trabajo. Y nosotras vamos a ir a defender la negociación colectiva por rama, y el derecho a sindicalización y huelga como derechos fundamentales. Porque la constitución actual de Pinochet nombra la palabra huelga una vez para decir que está prohibida para los trabajadores del sector público. Esa va a ser una gran disputa también. Danke, Carina. Und um nochmal diese Frage zur Möglichkeit einer Abkehr vom Neoliberalismus aufzugreifen, haben wir noch eine Frage an Sophia. Und zwar ist der
Neoliberalismus ja nicht nur was, was davon abhängt, was im Verfassungskonvent diskutiert oder beschlossen wird, sondern hängt auch ab von internationalen Gegebenheiten. Und eine unveränderliche Voraussetzung der Ausarbeitung der neuen Verfassung besteht zum Beispiel darin, dass internationale Verträge eingehalten werden müssen. In dem Sinn wollten wir dich gerne fragen, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang die Freihandelsabkommen Chiles haben, im Speziellen das Freihandelsabkommen Chiles mit der EU. Ja, genau. Der Neoliberalismus ist ja eine Phase des Kapitalismus und der Kapitalismus ist ja ein globales Wirtschaftssystem. Und deswegen hängt natürlich die Abkehr vom Neoliberalismus in Chile auch von den Wirtschaftsbeziehungen ab. Und Chile ist eines der Länder der Welt, das am meisten Freihandelsabkommen unterschrieben hat. Eines davon ist ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das 2003 unterschrieben wurde und das gerade aktualisiert wird oder modernisiert wird es offiziell genannt. Und da zu diesen Aktualisierungen gehört ein neues Kapitel über Rohstoffe, das der EU den Zugang zu den chilenischen Rohstoffen erleichtern soll. Außerdem gehört ein Kapitel über Energie dazu und ein Artikel über Investitionsschutz und Mechanismen zur Streitbeilegung. Und dazu gehört, dass die Europäische Kommission einen Investitionsgerichtshof einführen möchte, bei dem internationale Konzerne die Staaten verklagen können, wenn ihre Gewinne beeinträchtigt werden. Viele kennen wahrscheinlich die Schiedsgerichte, die privaten Schiedsgerichte, die immer wieder stark in der Kritik stehen. Mit diesem Investitionsgerichtshof sollen diese Schiedsgerichte ersetzt werden. Aber die Struktur bleibt eigentlich bestehen, nämlich dass Konzerne Staaten verklagen können. Und deswegen, auch wenn der Gerichtshof nicht mehr privat organisiert ist, sondern permanent Richter in diesem Gerichtshof sitzen, bleibt trotzdem das Grundproblem bestehen, dass diese Gerichtshöfe die Demokratie der Staaten einschränken können, die diese Abkommen unterschreiben. Und das ist natürlich nicht das einzige Investitionsschutzabkommen, das Chile unterschrieben hat, sondern es hat auch noch sehr viele andere Investitionsschutzabkommen mit anderen Ländern. Und die könnten natürlich zu Konflikten führen, wenn bestimmte Aspekte, bestimmte wirtschaftliche Interessen von internationalen Konzernen beeinträchtigt werden durch die neue Verfassung. Zum Beispiel, was Rohstoffe oder ja, Gemeingüter angeht. Die chilenische Wirtschaft basiert hauptsächlich, also die Wirtschaft, die offizielle Wirtschaft, von der die großen Unternehmen profitieren, auf dem Export von Rohstoffen und Agrargütern in die EU, nach China und in die USA. Dazu gehört Kupfer. Lithium steht auch sehr groß im Interesse, vor allem von europäischen Konzernen, weil das für die Herstellung von Batterien von Elektroautos verwendet wird und auch von Handybatterien und so weiter. Auch in den privaten Rentenfonds befinden sich Investitionen von internationalen Konzernen im Energiesektor. Deutschland, die deutsche Bundesregierung hat unter anderem auch ein Energieabkommen mit Chile abgeschlossen, erneuerbare Energien zu fördern. Aber dazu gehört unter anderem auch eine Wasserstoffstrategie, weil Deutschland, um seine eigene Energiewende zu stützen, jetzt auch Wasserstoff aus anderen Ländern importieren möchte. Auch ein Aspekt. Und natürlich könnte so ein Abkommen den Prozess beeinträchtigen. Also diese Klagen, auch wenn sie gar nicht, wenn sie noch gar nicht durchgeführt werden, kann mit diesen Klagen gedroht werden. Und das kann natürlich die Debatte beeinträchtigen. Also die Verfassung kann theoretisch, der Verfassungskonvent, trotzdem diese Aspekte alle so abschließen. Also ein staatliches Rentensystem das Wasser entprivatisieren oder verstaatlichen und die natürlichen Ressourcen. Aber daraufhin könnten dann internationale Konzerne den chilenischen Staat verklagen. Und das wird natürlich ein Thema der Diskussion sein. Und es zeigt auch nochmal, wie das neoliberale Modell auf internationaler Ebene durch Freihandelsverträge
gestützt wird, die dazu führen, dass Staaten weniger Eingriff in die Wirtschaft haben und den Konzernen mehr Macht eingeräumt wird als demokratischen Institutionen in den jeweiligen Ländern. Auf jeden Fall auch ein Punkt, der dann in viel zu tun hat mit der Verantwortung Deutschlands und der EU schlussendlich, was die Aushandlung dieser Freihandelsabkommen angeht. Wir würden jetzt die Veranstaltung beenden und bedanken uns nochmal im Namen aller teilnehmenden Organisationen bei Karina Noales. Natürlich auch bei Natividad Yankee Leo, vielleicht schaffen wir es zu einer anderen Gelegenheit, bei Sophia Boddenberg, beim Cabildo, Juliana, Solange und Juan, bei den Übersetzerinnen Alexandra Tost und Jan Steele, bei Steffi Wassermann für die Technik und bei Radio Matraca für den spanischen Livestream. Und wünschen einen spannenden weiteren Prozess und einen schönen Abend noch.